Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Deponia Doomsday. Wir haben ja beim letzten Mal es doch nicht geschafft, die Gläser heile zu lassen. Also das Einparken hat wunderbar funktioniert, aber irgendwie waren die Gläser nachher doch kaputt. Da war der Elefant vorbei. Und wir haben jetzt hier ein bisschen mit Toni geredet, ein bisschen mit Bernard gesprochen. Was haben wir hier denn noch? Einen Tank? Bernard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Was ist denn das? Und irgendwo hatten wir hier noch einen Hahn, genau. Ah, ein gut funktionierender Hahn. Rufus, könntest du bitte aufhören, Brandbeschleuniger in das Fundament meines Feuerwerkladens laufen zu lassen? Ich lagere hochexplosive Stoffe da unten. Puh, wenn's sein muss. Moment. Niemand soll mir nachsagen, ich sei obstinat. Moment, das ist ein Laden für Feuerwerkszubehör und dann so einen riesigen Tank Brandbeschleuniger da reinzubasteln, ist eine Scheißidee, Bernard. Naja, aber vielleicht können wir den Hahn ja irgendwo für gebrauchen. Ich habe da schon so eine leise Idee. Rufus, du kannst doch nicht den Hahn vom Brandbeschleunigertank abmontieren. Doch, das geht. Guck mal. Aber jetzt läuft alles ins Fundament. Oh wei, dabei klang die Idee erst so gut. Aber kein Problem. Ich krieg das wieder hin. Hast du eine Flex? Ach, weißt du was? Lass es erstmal so. Ich bring das später in Ordnung. Du bist der Burner, Bernard. Okay, dann lassen wir den Brandbeschleuniger mal hier sachte aus dem Tank laufen. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz schnell weg. Ich habe nämlich so eine böse Befürchtung, dass da gleich was explodiert. So. Können wir nämlich mal versuchen. Da ist der Hahn. Vielleicht können wir den ja irgendwie da dran kleben. Passt. Okay. Können wir das Glas da drunter halten? Das ist auch so schon klebrig genug. Klebrig genug? Warte mal. Können wir... Als hätte ich Lotti noch nicht genug Honig um den Bart geschmiert. Ja, geil. Eine Wachsschublade. Oh! Ah. Ah, ja. Willi, verschwindet! Kusch! Verdammt! Maya, Willi! Vielleicht nochmal! Maya und Willi, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aber vielleicht können wir den Bart da jetzt dran kleben. Du sollst also einen Rattenmann darstellen? Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Na, wie fühlt sich das an? Albern. Erwachsen, genau, finde ich auch. Also, benimm dich bitte auch entsprechend. What? Wieso ist deine Stimme auf einmal so tief? Aber vielleicht können wir ja jetzt spielen. Wenzel. Hey Rufus, Lust auf eine Partie Faulobst legen? Können wir gerne machen, ja. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Natürlich. Diesen erwachsenen Rattenmann hier. Das geht nicht. Das ist ein Spiel für Erwachsene. Ich bin erwachsen. Genau. Man erkennt es am dichten Bartwuchs. Du vergisst, dass ich die ganze Zeit neben euch stand. Das ist nicht sein Bart. Was könnte männlicher sein, als einem Fremden den Bart zu klauen? Ich sage, er spielt mit. Das könnt ihr nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Hast du kürzlich in den Spiegel geguckt? Um ehrlich zu sein, hängt er ein wenig hoch. Ist ja schon gut. Er darf spielen. Oh, Junge. Ich meine... Oh, Mann. Auf die Plätze, Faulobst bereit und legt. Was ist das? Okay, Frucht platzieren. Also irgendwie, Faulobst im Gehirn. Ah ja. Dann haben wir jetzt hier auf einmal irgendwie eine Ratte. Ah, ich glaube, das soll hier XXO darstellen, oder? Geh ich mal dahin. Das ist jetzt blöd. Was? Was soll das? Wir haben einen Gewinner. Schiebung.
Der Rattenmann hat seine kleinen Freunde abgerichtet. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich fordere eine Revanche. Du weißt offenbar nicht, wann du aufhören musst. Ich kann dich immer wieder besiegen. Räum ruhig weiter, Captain Knusperzahn. Okay, wir spielen nochmal. Noch eine Runde. Wie ihr wollt. Auf die Plätze. Faulobst bereit. Und legt. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, jedes Mal, wenn ich hier eine Frucht hinlege, dann geht diese komische Ratte irgendwie zwei nach oben und einen zur Seite. Fangen wir mal diesmal hier an. Okay, er liegt da und da. So, wenn ich ihn jetzt dahin lege, müsste er dahin wandern. Dann wird er hier hinlegen, dann dahin. Ich versuch's einfach mal. So, dann lege ich da eine hin. Ja, schon gewonnen. Muss ich nur noch hier oben eine hin platzieren. Tja, jetzt hat Rufus gewonnen. Abwarten. Ich verlange eine Revanche. Ha, vergiss es. Wenn ich mich recht entsinne, dürfen Kinder nämlich gar nicht am Spiel teilnehmen. Und zufällig weiß ich, dass sich hinter diesem zugegebenermaßen recht überzeugenden Kostüm nur ein kleiner, hässlicher Junge versteckt. Hey. Tja, Regeln sind Regeln. Her mit dem Hauptgewinn. Huch. Upsi. Das war doch Absicht. Na, warte. Aua. Aua. Die blöde Ratte hat mein Jagddiplom verschluckt. So ein Pech. Das war leider mein letztes. Pech? Vielleicht. In jedem Fall schmunzelte der Rattenmann vielsagend. Seine Arbeit hier war getan. Okay. Können wir eigentlich nochmal die Wachsschublade aufmachen? Nur mal wissen, was passiert. Hey, lol. Was ist das? Was gibt es da zu lachen? Nichts. Im Gegenteil, du trägst es wie ein Mann, Rattenmann. Auch nicht schlecht. So, mit dem Wachs können wir eigentlich theoretisch jetzt zu Lotti gehen, oder nicht? Vielleicht kann sie ja mit dem Wachs ihre Beine da mal so ein bisschen enthaaren. Vielleicht hilft das hier gegen deine Beinbehaarung. Ein Versuch ist es wert. Diese Pein! Diese Agonie! Wenn du damit fertig bist, dich zu benehmen wie ein Mädchenpensionat, das geschlossen Pipi muss, kann ich deinen Rasierer ausborgen? Hier! Nimm! Okay, damit haben wir jetzt einen Rasierer. Ja, zumindest nicht, bis ich meine Beine wieder spüre. Können wir den Rattenmann damit rasieren? Lady Shave, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hier stecken noch Haare drin. Und jetzt stillhalten. Was? Hey, stopp! Na, wie fühlt sich das an, Rattenjunge? Was ist aus Rattenmann geworden? Das fragten sich viele. Er war nur kurz in der Stadt. Und er verschwand genauso leise, wie er gekommen war. Aber sein kurzer Besuch hatte tiefe Nagespuren in ihren Herzen hinterlassen. Und er ritt in den Sonnenuntergang. Bitte was? Auch nicht schlecht. So. Cool, damit könnten wir theoretisch jetzt eigentlich dieses komische Hochpräzisionsblasrohr basteln, oder nicht? Da hatte Sun ja mal irgendwann von erzählt. Hallo Sun. Howdy Rufus. Lange nicht gesehen. Sprich nur für dich. So. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Haben wir darüber denn schon gesprochen? Beantworte einfach die Frage, okay? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Verdammt. Moment, na da dann muss ich.
Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Das hatte die Ratte verschluckt, das blöde Vieh. Die Ratte hat mein Jagddiplom gefressen. Blödes Vieh. Warum so geknickt? Du hast ein Jagddiplom benutzt, um eine Ratte zu fangen. Dafür ist es doch da. Und Kleintiere sind knifflig. Selbst Profis greifen da normalerweise zu Hochpräzisionsblasrohren. Wozu bräuchte ich noch mehr Beweise? Du bist ein waschechter Großwildjäger. Echt jetzt? Na klar, du kannst dir gerne jederzeit die Elefantenbüchse ausleihen. Wow. Danke. Und wenn ich hier mit Grillen fertig bin, können wir uns Jagdgeschichten erzählen. Wir flechten uns Hasenpfoten ins Haar und zeigen uns unsere Jagdnarben. Ach, zu schade, da habe ich schon was vor. Strike. Können wir jetzt auf jeden Fall die Flinte mitnehmen. Aber ich möchte immer noch so ein Hochpräzisionsblasrohr haben. Audi Rufus. Ach bitte, ich brauche dieses Hochpräzisionsblasrohr ganz dringend. Tja, jetzt, wo du auch ein Großwildjäger bist, klar, warum nicht? Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Das habe ich ja alles da. Na dann... Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Das habe ich ja jetzt alles da. Den Strohhalm habe ich schon mal. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Das ist ein ziemlich miserables Blasrohr. Aber für einen begabten Großwildjäger würde es vielleicht ausreichen. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. Ja, das Gift habe ich auch schon. Na. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Ja genau, gib ihm mal die Biene. Das sind gute Bienen. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Sobald du mir den Rest bringst, bekommst du dein Blasrohr. So, und dann brauchen wir noch einen Pfeil. Da haben wir ja den Dartpfeil noch über. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? Lass das mal den Profi beurteilen. Ja, beurteile mal schneller. Das ist ein ordentlicher Pfeil. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Hier hast du dein Blasrohr. Yeah. Viel Vergnügen damit. Wie sieht denn das im Inventar aus? Was? Wie hat er den... Ich will gar nicht wissen, wie er den Pfeil da reingekriegt hat. Aber vielleicht können wir ja hier noch so ein bisschen mit dem Blasrohr auf die Dartscheibe schießen. Braucht er die Teile noch? Was? Naja, dann halt so. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Lonzo, alles klar bei dir? Ja, Rufus, alles super, dich trifft keine Schuld. Ha, alle haben es gehört. Kein Grund zur Sorge. Ja, man hat, glaube ich, so leicht gehört, dass es nicht Lonzo war. So, das nehmen wir mal mit. Dann können wir nämlich jetzt, gesetzt dem Fall, wir bräuchten das, sag schnell, das, diese komische Pfeifenreinigungsdingens da noch. Können wir ja nochmal kurz den Nilbot anschmeißen. So, einmal den Stromumkehrer da reinbasteln. So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Alle Menschen müssen vernichtet werden. Was soll denn das? Wo ist Chillbot? Chillbot kann dir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur im gedrosselten Betrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, werde ich dich erdrosseln. Hilfe! Gut, dass ich noch so ein Drosselding hab. Keyboard-Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus wirken. Besser, jetzt muss ich nur herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Wer kann das ja nicht sein? Gibt ja nur drei Hebel. Ach, okay, hier sind jetzt Hebel erschienen. Killbot Mode. Nein. Killbot Mode. Nein.
Grillbot Monk, kommen Sie näher und wärmen Sie sich am Feuer Ihrer sympathischen Barbecue-Assistenten. Ich wollte doch nur Eiswürfel haben. Grillbot Monk, halten Sie lieber Abstand. Hey, aber müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, Hatschu, im Grunde schon. Aber durch das Drosselglied habe ich mir einen Prozessorunterkühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Okay, komm. Ach, scheiße, das Ding können wir nicht rausnehmen, oder was? Grillbot Monk. Das wollte ich auch nicht. Nein. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich will doch nur das... Oh Mann. Ja, stell dich nicht so an. Jetzt komme ich da gar nicht mehr ran. Verdammt! In der Dimension des subtilen Schmerzes. Ach du Scheiße! Aua! Was soll denn das? Ja, Vincent, ruhig. Du wirst noch viel mehr leiden. Mensch! Die kommen auf Ideen. Hallo, wie wird mir? Ich fühle mich plötzlich viel kräftiger, als könnte ich dir mit nur einer Hand die Luftröhre zudrücken. Warte! Mein Röhrer versehen! Oh, schade. Was zur Hölle? Susse! Nee, er ist für die Ewigkeit eingerastet. Also ich muss ihn auf... Nein! Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Wer kann das ja nicht sein? Gibt ja nur drei Hebel. Wie kriege ich ihn auf Chillbot-Modus? Und kann das Drosselglied rausnehmen? Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Och Mann! Kann ich ihn jetzt... Nein! Ich will doch nicht in Grillbot-Mode. Grillbot-Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus Würgen. Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Wer kann das ja nicht sein? Gibt ja nur drei Hebel. Ja, das ist mir schon bewusst. Thrillbot Mode. Okay, Thrillbot Mode brauche ich nicht. Thrillbot Mode. Ach Mann, ich will doch nur in den Chillbot Mode. Das hatte ich ja schon. Och Mann. Ich will das jetzt auch nicht überspringen. Thrillbot Mode. Ah, verdammt. Ich will doch nicht Grillbot Mode. Verfluchte Tat. So, jetzt könnte ich das Drosselglied rausnehmen, aber es bringt mir nichts. Killbot-Mode. Ah, jetzt bin ich wieder beim Killbot-Mode. Killbot-Mode. Das wollte ich doch alles gar nicht. Grillbot-Mode. Grillbot-Mode. So, kann ich jetzt irgendwie... Grillbot-Mode. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das hier alles stehen muss. Grillbot-Mode. Der Illbot-Mode hatte ich doch schon. So. Wenn ich ihn jetzt hier nochmal drehe. Und nochmal drehe.
So, jetzt hier nochmal. Grillbot-Mode will ich doch gar nicht. So, jetzt muss ich ihn nochmal in hier so. Weil ich verstehe das Spiel gerade irgendwie nicht so ganz. Was passiert denn, wenn ich ihn jetzt hier nochmal so rumdrehe? Dann nochmal so. So. Ach, wisst ihr was? Ich mache an dieser Stelle vielleicht noch einen kleinen Cut, wenn ich ins Menü komme. Na, scheiße, geht nicht. Erstmal verlassen. Ja, zurücksetzen. Nochmal einmal die Tür zu. Dann mache ich da nämlich beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann hoffentlich den Nilbot zum Chillbot kriegen. Naja, in diesem Sinne, bis denn, ne? Tschüss!